Rainer Vlog präsentiert. Die U5. Ein sinnvolles Projekt für Hamburg? Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Premium-Kanal Rainer Vlog. Schauen wir uns doch zuerst den geplanten Verlauf der besagten U5 an. Sie soll im Osten in Hamburg-Bramfeld starten und dann über Steilschub, Sengelmannstraße, St. Georg bis zum Hauptbahnhof Nord fahren. Anschließend geht es Richtung Westen weiter über Jungfernstieg, Stephansplatz, Universität, Universitätsklinikum Eppendorf und Stellingen bis hin zum Volkspark bei den Arenen. An sich erstmal schön und gut, oder? Kommen wir zu den Zielen dieses Bauvorhabens. Die neue U-Bahn-Linie soll ab 2029 den Fahrgastbetrieb aufnehmen. Sie soll als erste U-Bahn-Linie Hamburgs fahrerlos betrieben werden. Dazu soll sie als erste Schnellbahn Deutschlands bei Erstinbetriebnahme Bahnsteigtüren haben. Stadtteile, die bisher nur durch Busse erschlossen waren, wie zum Beispiel Steilschub mit mehr als 10.000 Einwohnern oder die City Nord mit ihren über 30.000 Arbeitsplätzen, sollen eine Bahnanbindung bekommen. Außerdem sollen zentrale Einrichtungen wie die Universität oder das Universitätsklinikum Eppendorf sowie wichtige Verkehrsziele wie das Volksparkstadion im Altonaer Volkspark angebunden sein. Damit soll die Linie die Haushalte von rund 180.000 Personen fußläufig an das Schnellbahnnetz Hamburgs anschließen. Dazu soll die Bahn mit ihren Übergängen eine Querverbindung zwischen mehreren Linien darstellen. Die U5 hat dann von Ost nach West die folgenden Übergänge. An der Sengelmannstraße zur U1, der Bahnsteig für die U5 existiert bereits seit 1975, dazu kommen wir aber gleich nochmal kurz. An der Haltestelle Borgweg wird man zur U3 rüberwechseln können. Von Hauptbahnhof Nord wird man direkt auf die U2 und U4 rübergehen können, indirekt kann man dann auch auf alle anderen U- und S-Bahnlinien und sogar auf den Regional- und Fernverkehr wechseln können. In Jungfernstieg wird man auf die S1, S3, U1, U2 und U4 wechseln können. An der Haltestelle Stephansplatz kann man ganz einfach zum Bahnhof Dammtor rüberlaufen, aber man kann auch einfach in die U1 einsteigen von hier aus. An der Haltestelle Hohe Luftbrücke kann man auf die U3 umsteigen, weshalb ich euch den ultimativen Rainer Vlog-Tipp gebe. Falls ihr mal von Bramfeld zum UKE fahren möchtet, dann werdet ihr ungeheuerlich viel Zeit einsparen, wenn ihr am Borgweg in die U3 einsteigt und dann drei Stationen später wieder in die U5 einsteigt, und damit habt ihr euch die neun Stationen der U5 erspart. In Hagenbecks Tierpark könnt ihr dann auf die U2 wechseln und dann nach Niendorf kommen. Und in Stellingen werdet ihr auf die S3 und die S5 wechseln können. Wisst ihr noch, wie ich gesagt hatte, dass der Betrieb ab 2029 erfolgen wird? Haha, jokes on you. Die Strecke befindet sich nämlich seit Oktober 2021 in Bau, ab 2027 soll auf dem zwei Stationen umfassenden Teilstück Sengelmannstraße, City Nord der Probebetrieb aufgenommen werden. Und Ende 2029 soll dieser Abschnitt als erster der U5 in den Fahrgastbetrieb überführt werden. Die Inbetriebnahme der verbleibenden Strecke Sengelmannstraße-Bramfeld ist erst für das Jahr 2033 avisiert. Tatsächlich gibt es an der Station Sengelmannstraße bereits bauliche Vorlagen. Die Station wurde mit zwei Inselbahnsteigen hergestellt, um analog zu den Stationen Kellinghusenstraße, Berliner Tor und Wandsbek-Gartenstadt im viergleisigen Richtungsbetrieb bedient werden zu können. Von den beiden Bahnsteigen wurde bislang jedoch lediglich der südliche durch die U1 genutzt, während der nördliche seit Inbetriebnahme der Haltestelle im Jahr 1975 brachlag. Im Zuge des Umbaus für die U5 wird die Station entsprechend der ursprünglichen Planung ausgebaut. Hierbei werden die bestehenden Bahnsteige aber nicht weiter genutzt bzw. aktiviert, sondern vollständig zurückgebaut und durch Neubauten an gleicher Stelle ersetzt. Der südliche Bahnsteig wird künftig den in nordöstliche Richtung fahrenden und der nördliche den in südwestliche Richtung fahrenden Zügen dienen. Das nach Südwesten führende Gleis der U1 wird hierfür von der Nordseite des südlichen Bahnsteigs auf die Nordseite des nördlichen Bahnsteigs verschwenkt, sodass die Linie an den jeweils äußeren Bahnsteigkanten, Gleise 1 und 4, und die U5 an den inneren, Gleise 2 und 3, halten wird. Die Strecke wird ausgehend von der Haltestelle City Nord über die bereits bestehende Haltestelle Borgweg bis zur Jarakstraße verlaufen und das komplett unterirdisch. Damit würde die U5 von der bestehenden überirdischen U3 Haltestelle Borgweg über einen Tunnel am Ende des Bahnsteigs erreichbar sein. So real physisch wurde hier noch nichts mit dem Bau angefangen, aber dafür läuft gerade die Planung.
Geplant ist, dass die Verbindung zwischen der City Nord und der Borgweg in 2033 gleichzeitig mit der Verbindung Sengelmannstraße und City Nord eingeführt wird. Ab 2034 soll voraussichtlich die Jarakstraße mit der Borgweg verbunden werden. Der dritte Bauabschnitt umfasst den Anteil Jarakstraße bis hin zu den Arenen. Damit handelt es sich hier auch um den mit Abstand längsten der drei Abschnitte, eventuell wird dieser noch unterteilt. Dabei ist eine Anbindung über den Hamburger Hauptbahnhof, Jungfernstieg, Stephansplatz, dem Universitätsklinikum Eppendorf, Hagenbecks Tierpark, Stellingen und den Arenen am Volkspark geplant. Der Stand der Dinge ist aktuell, dass die Entwurfs- und Genehmigungsplanung ausgeschrieben ist und man rechnet damit, dass gegen 2040 dieser Abschnitt fertig sein könnte. Die Hochbahn untersucht die Möglichkeit, die Strecke zwischen Hagenbecks Tierpark und Arenen isoliert, also zunächst ohne Verbindung zu den anderen Bauabschnitten der U5, herzustellen, um ihre Entwicklung vorziehen bzw. die Entwicklung der Gesamtstrecke beschleunigen zu können. Ähnlich wie bei der Station Sengelmannstraße sollen am Hauptbahnhof Nord die vorhandenen, als Vorleistung für die in den 1960er und 1970er Jahren geplante Linie U4 hergestellten, jedoch nie in Betrieb genommenen Geisterbahnsteige der Station für die U5 aktiviert werden. Die Station würde dabei wie Sengelmannstraße im Richtungsbetrieb bedient und böte ebenfalls einen bahnsteiggleichen Übergang zwischen der U5 zu den vorhandenen Linien U2 und U4. Kommen wir jetzt mal zum wichtigsten Punkt an dem Video und den Grund, wieso es überhaupt entsteht. Die Kritik an der Linie U5 kommt meiner Meinung nach insgesamt zu kurz. Laut ndr.de in einem Artikel zu dem östlichen Bauabschnitt vom 22. April 2023. Nach einer Senatsdrucksache, die NDR 90,3 vorliegt, steigen die geplanten Kosten von 1,75 Milliarden auf 2,86 Milliarden Euro. Das sind etwa 61% mehr als bisher geplant. Wenn man beachtet, dass diese Kostenexplosion in bereits so kurzer Zeit entstanden ist, ist eigentlich logischerweise damit zu rechnen, dass die Kosten für die anderen wesentlich größeren Abschnitte in naher Zukunft auch hochschießen sollten. In Anbetracht dessen, dass man erst mit der Kompletteröffnung der U5 zum Jahre 2040 rechnet, kann es zu noch größeren Erhöhungen der Kosten für den Bau dieser Strecke kommen. Zudem stellt sich mir persönlich die Frage: Wann ist die U5 eigentlich wirklich fertiggestellt? Es kommt nämlich so schon überall zu Verzögerungen im Bau von Gebäuden und der Straßenverkehrsinfrastruktur. Ein häufiger Grund ist unter anderem die aktuell gestörte Lieferkette, siehe verzögerter Ausbau der S5 nach Kaltenkirchen, aber auch das Personal fehlt oder Geld fehlt, um etwas zu verwirklichen, siehe Elbtower in der Hafencity in Hamburg. Ich persönlich rechne damit, dass es zu starken Verzögerungen kommen kann beim Bau der U5. Ein weiterer Punkt für mich ist, dass der Bau einer neuen U-Bahn-Linie zu langen und erheblichen Einschränkungen über der Erde führen wird. Zitat Hamburger Abendblatt vom 1. Oktober 2022. An jeder der 23 Haltestellen wird es Großbaustellen geben. Hinzu kommen entlang der Gesamtstrecke zahlreiche Baugruben zur Erstellung von Rettungswegen, denn ein Notausgang muss von jedem Punkt aus binnen 600 Metern erreichbar sein. In Tausenden von Lkw-Fahrten wird während der 2 Jahrzehnte Bauzeit der enorme Erdaushub abgefahren und entsorgt, was Straßenverkehr und Klima weiter belastet. Zudem würde ich gerne auch die Zeitgemäßheit des Projektes ansprechen. Aufgrund von Faktoren wie eben die Klimakrise und Personalmangel aufgrund dessen, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, stellt sich mir die Frage: Kann man so ein Riesenprojekt über die Jahre hinweg eigentlich stemmen, wenn immer und immer weniger Fachkräfte vorhanden sind? Ist es zeitgemäß, eine Stadt zu Rekordkosten aufzureißen und unter der Erde paar Röhren zu installieren, damit Menschen bequemer und umweltfreundlicher zur Arbeit kommen, während man einfach auch die günstigere Variante hätte und eine S-Bahn-Linie über der Erde bauen könnte? Ist es nicht vielleicht sogar günstiger oder zumindest ressourcenschonender, eine Straßenbahn als eine U-Bahn unterirdisch oder eine S-Bahn oberirdisch auf Stahlbrücken zu errichten? Und warum muss das schon wieder über den Hauptbahnhof laufen? Der ist doch eh überlastet. Klar wollen viele Menschen von der City zum Hauptbahnhof, aber diese Einstellung mit alles muss immer zum Hauptbahnhof ist auch die große Krankheit des Hamburger Schienennetzes. In Berlin zum Beispiel fährt nicht jede Linie über den Hauptbahnhof. Klar bedeutet das, dass man mehr umsteigen muss, wenn man mit der Regiobahn oder gleich mit dem Fernverkehr irgendwo hin möchte, aber durch die installierte Ringbahn hat man viel Flexibilität und Entlastung.
Berlin hat für mich generell ein zwar vielleicht etwas unübersichtlicheres U- und S-Bahn-Netz als Hamburg, aber dafür auch ein viel größeres, das nicht durch Problemstellen wie Elbbrücken oder Hauptbahnhof aufs Kreuz gelegt wird. Es wurde somit auch wieder die Chance verpasst, in Hamburg eine Ringbahn zu installieren oder eine neue Elbquerung zu schaffen oder wenigstens überhaupt mal den Süden Hamburgs so richtig mit dem U-Bahn-Netz anzubinden, statt so wischiwaschi, wie es mit der U4 gerade in der Hafen City gemacht wird. Und mein wichtigster Punkt: Klimaschutz. Der Klimaschutz ist ein mir persönlich echt wichtiges Anliegen. Wenn es nach mir ginge, hätte gar nicht erst Geld in den Bau der Altona-Lärmschutztunnels an der A7 verbrannt, sondern mich darum gekümmert, den ÖPNV in erster Linie viel lukrativer zu machen. Dazu würde es nicht nur gehören, eine Ringbahn in Hamburg zu installieren und Problemstellen wie den Hauptbahnhof zu entlasten, sondern auch neue Bahnlinien so zu bauen, damit man möglichst nachhaltig bleibt. Wenn die U-Bahn mit alten Dieselzügen fahren würde, dann wäre dies der Overkill an Umweltsünden. Für den Bau der U-Bahn wird so viel CO2 freigesetzt, durch großen Mengen an Beton, Zement und Stahl und natürlich auch durch die Baumaschinen. Bis der ganze Mist fertig gebaut ist, ist es 2040. Bis dahin wurde durch die Baustellen, die Verzögerungen rundherum dann mehr CO2 freigesetzt, als diese U-Bahn Zeit hat einzusparen. Und das ist wirklich schade. Kommen wir jetzt mal zum Fazit. Die U5 ist gewiss eines der spannendsten Bauprojekte hier in Europa. Sie verspricht, eine hochmoderne und eine autonom fahrende Bahnlinie hier in Hamburg zu sein. Ich persönlich freue mich sogar auf die Haltestellengestaltung, da die Haltestelle Hafen City Universität von der U4 auf jeden Fall Lust auf mehr gegeben hat und auch ein Paradebeispiel dafür ist, wieso die U-Bahn in Hamburg angenehmere Erfahrungen für die Fahrgäste bietet als die S-Bahnen. Leider aber ist der Bau heutzutage aus meiner Sicht viel zu spät. Es sind heutzutage ganz andere Zeiten als zu damals, als die U2 oder die Tunnelsektionen der U1 und U3 gebaut worden sind. Die U5 wird wirklich, wirklich teuer, weil die ein ganz anderes Kaliber ist als die U4, die unter noch nicht vollständig fertiggestellten Neubaugebieten gebaut wird. Die U5 wird in naher Zukunft erstmal nicht fahren, sondern voraussichtlich erst im nächsten Jahrzehnt, wo ich 30 bin und der Kanal hier vollständig tot ist. Aus umwelttechnischer Sicht ist die U5 ein Albtraum, denn es ist die am wenig nachhaltigste Art, eine Bahnlinie zu errichten, vor allem für Stadtteile, die eigentlich bereits viel früher hätten an das Netz angebunden werden sollen. Hätte man in den 70ern die damals geplante U4 gebaut, dann hätte man wahrscheinlich viel Geld gespart aufgrund der damals viel günstigeren Preisen und den besseren Umständen rundherum. Außerdem wäre da der Ostorfer Born im Westen Hamburgs schon längst ans Bahnnetz angebunden, während man heutzutage, 50 Jahre später, immer noch spekuliert, ob die S6 nicht vielleicht darüber fahren soll. Ich bin aber im Großen und Ganzen der Meinung, dass man statt in die U5 zu investieren viel lieber auf eine Ringlinie setzen sollte, die wenigstens auch einen Nutzen für die Verteilung der Fahrgäste haben soll, denn wenn ich in Harburg bin und nach Altona oder nach Barmbek möchte, möchte ich nicht erstmal zum Hauptbahnhof und durch einen überlasteten Bahnhof laufen. Danke fürs Zusehen und haut rein! Hallo, bitte Leute, ich bin heute hier beim Video machen. Abonniert. Alle wie möglich, alle. Aber ihr müsst mir noch Geld geben. 20 Euro pro Video. Bitte komm, ich halte nicht mehr aus. Komm, 30.000 Leute muss kommen hier hin. Genug Platz hier.